Diese Radieschensamen habe ich um 18 Uhr abends in Wasser eingeweicht. Und jetzt ist es 12 Uhr nachts und man sieht schon die ersten Keimen. Hallo und herzlich willkommen bei Xui Cats Garden. Mein Name ist Xuan He, aka Xui Cat, und heute zeige ich euch, wie ihr verschiedene Gemüsesamen innerhalb von 6 bis 24 Stunden zum Keimen bringen könnt. Yay, die Sonne kommt raus, die Gartensaison beginnt und ihr habt noch nichts ausgesät. Und auf den Verpackungen steht, dass die Samen erst nach 7 bis 21 Tagen keimen. Ah, Hilfe! Geht das noch schneller? Ja, auf jeden Fall. Und das zeige ich euch heute in diesem Video. Deswegen bleibt dran und los geht's. Als Beispiel nehmen wir hier mal ein einfaches Gemüse, nämlich die Radieschen. Ich habe hier die Sorte Rudi von der Marke Demeter Bingeheimer Saatgut genommen. Die sind in so einem Saatband eingewickelt und ja, diese Radieschensamen habe ich um 18 Uhr abends in Wasser eingeweicht. Und jetzt ist es 12 Uhr nachts und man sieht schon die ersten Keimen. Unglaublich! Wichtig zu beachten ist hier, dass ich lauwarmes Wasser genommen habe und diese die ganze Zeit auf der Fensterbank über der Heizung gestellt habe. Und wenn man die Temperaturen direkt über der Fensterbank misst, dann sind es immer so über 20 Grad bei der Heizstufe 3. Somit konnten die Samen die ganze Zeit über konstant im lauwarmen Wasser quellen. Was auch noch wichtig ist, ist, dass man die Schüssel mit den Samen ordentlich mit Wasser befüllen soll. Denn bei der Heizluft verdunstet auch sehr viel Wasser und wenn die Samen mal aufgequollen sind und dann das Wasser wieder verschwindet, dann ist das Saatgut hin. Nun habe ich sie vorsichtig eingepflanzt und siehe da, nach 3 Tagen sieht man schon die ersten Keimblätter und sie sind gar nicht mal so klein. Was ich auch noch gemacht habe, war es, die Tonschale mit einer Folie abzudecken. Am Anfang habe ich so Bratschlauchfolie genommen, aber später bin ich auf so eine wetterfeste, UV-stabile Gartenfolie umgestiegen. Diese habe ich dann durchlöchert, damit die Keime auch ein bisschen Sauerstoff kriegen. Und dann, als die ersten Keimblätter da sind, habe ich die Folie abgenommen. Wenn ich die Samen nicht eingeweicht hätte, dann müsste ich wohl 7 bis 15 Tage warten, ehe sie keimen. Aber nicht nur Radieschen keimen mit dieser Methode schneller, sondern ich habe diese Methode auch an Pak Choi, Tatsoi, Chili Anaheim, Kukamelon, Mini-Tomaten, Microgreens und Mungobohnensamen getestet. Hier zum Beispiel sehen wir, dass die Tatsoi-Samen schon nach 24 Stunden austreiben. Und nach 2 Tagen in meinem Mini-Gewächshaus sieht man beim Tatsoi schon die ersten Keimblätter. Was aber bemerkenswert ist, ist, dass der Pak Choi, der zwar später austreibt, schneller wächst. Bei der Chili Anaheim stand in der Beschreibung, dass sie erst nach 3 Wochen keimen. Aber mit diesem Trick sind sie bei mir nach etwa einer Woche gekeimt. Und zwar ziemlich viele, sodass ich leider nicht alle pickieren konnte, da wir dann doch die Südfensterbank und unsere Indoor-Pflanzplätze vollgestellt hatten. Und auch bei der Kukamelon und den Mini-Tomaten zeigten sich schon nach 4 Tagen die ersten Keimblätter. Und ja, bei den Microgreens, da brauchen wir nicht mehr viel zu labern, denn dieses Bild nach 4 Tagen sagt schon alles aus. Das Entscheidende bei meiner Methode ist, denke ich, dass ich die Samen beim Einweichen auch immer auf die beheizte Fensterbank gestellt habe, was nochmal die Keimung beschleunigt hat. Denn in meinem jetzigen Frühjahrsexperiment konnte ich auf jeden Fall feststellen, dass die Temperatur auch das Wachstum der Pflanzen extrem beeinflussen kann. Hier sehen wir Radieschen bei uns draußen auf dem Balkon und hier welche, die auf der Fensterbank wachsen. Und hier seht ihr den Pak Choi, der bei uns im Wohnzimmer wächst, und der Pak Choi, der auf dem Balkon wächst. Ich würde sogar sagen, dass der auf dem Balkon wächst, gesünder aussieht als der im Wohnzimmer, aber auf jeden Fall wächst der im Wohnzimmer schneller. Aber zu jedem dieser hier aufgeführten Pflanzen werde ich noch ein extra Video machen, sobald die Pflanzen ausgewachsen sind und Ergebnisse da sind. So, also die Keimung läuft bei mir also ziemlich gut, sogar Chilisamen keimen bei uns massenweise nach etwa einer Woche, obwohl man den Chilis nachsagt, dass sie ziemlich schwer keimen. Wenn ihr Freunde und Bekannte habt, die jetzt zu Anfang der Gartensaison noch mit der Keimung strugglen, empfehlt gerne das Video hier weiter. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie die Pflanzen bei uns am besten indoor als auch outdoor wachsen und gedeihen, welcher organischer, selbst hergestellter Dünger für alles wirkt und ja, wie ich zu einem guten Ertrag komme und dann kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Und ich lade euch ein, mich auf diese Reise zu begleiten und meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, meine Balkonpflanzen und Indoor-Experimente weiter mitzuverfolgen, was jetzt geklappt hat und was nicht. Also habt noch einen schönen Tag und bis bald!